Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind immer noch dabei, unsere schönen Produkte hier weiterhin zu kriegen. Iber Little hat sich krank gemeldet. Sollte vielleicht auch die Zeit weiterlaufen lassen. Damit das funktioniert. So, du bist auch voll ausgebildet jetzt und hat sogar 500%. Das ist sehr gut gering. Das gemacht. Das lassen wir. So. Da hat sich auch wer krank gemeldet, Umrisskomponenten, aber die waren sowieso gerade im Training, ne? Genau, die beiden trainieren hier noch. Wir wollen ja ein bisschen Geld zusammenkriegen, damit wir eventuell mal gucken können. Auch der, was ist denn, was kostet mich denn das kleine billiges Hostinggebäude? Das kostet 20.000 und 3.000 Miete im Etagen eine. 20.000 und 3.000 Miete im Monat, das sind 100 pro Tag. Das könnte man sich eigentlich was leisten, ne? Wir gucken mal, wir werden dann nochmal den nächsten guten Auftrag abwarten. Und was machen die denn hier eigentlich alle? Warum machen die alle Verschlüsselungskomponenten? Warum? Na gut, die haben von dem Rest haben sie alles genug, ne? Na gut, dann da ist wahrscheinlich denn, wenn man da keine Zahlen eingibt, der wird dir gegeben, alles gleich zu haben. Sieht jedenfalls so aus. So. Aber wir wollen, ich will jetzt mal kein Geld ins. Oh Gott. Ah, ich muss hier eigentlich auch ins Hosting investieren, ne? Wir sind da generell immer an der Grenze. Das ist nicht gut. Ah, ich muss ins Hosting investieren. Aber ich glaube, ich denke mal, also theoretisch eigentlich müssten wir doch mit dem, was wir hier haben, klarkommen. Ich weiß nicht, was man jetzt bringen soll. Ah, 24.000 haben wir jetzt, ja. Wollen wir es probieren? Wir gucken uns das an. Wir gucken uns das erstmal an, was es ist. Und ich meine, wir haben schon an mehreren Stellen hier Geld verpulvert. Dann können wir auch hier mal eins verpulvern. So. Was kann ich denn hier machen? Hier kann ich. Was kann ich denn hier machen? Kaufen? Oh. Oh. Hey, was ist das denn? Ein großes Reck. Kleiner Reck. Hightech-Klimaanlage. Ist aber teuer. Temperatur minus 15 Grad. Temperatur minus 5 Grad. Stromkosten. Okay, also wir können hier erstmal ein kleines Rack reinstellen. So, und da kann ich da jetzt was drin kaufen oder. Ah, Gerät hinzufügen. Kleiner Webserver, Inventar 0. Kleiner Datenbankserver, kleiner Cache-Server, kleiner Kühler. 2U Cache Server. Okay. Webserver. Ah. Okay, gut. Und dann haben wir das jetzt schon mal und wir brauchen mehr Geld. Nee, fortsetzen. Interessant. Ah, sehr schön. Stadtkarte. Hier zu Gebäude. Osch ist auch sehr interessant, was man da im Hintergrund hat. Okay. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen eindeutig mehr Kohle dafür, damit wir uns da ein paar Server reinstellen können. Da müssen wir mal gucken, die können wir denn hier wahrscheinlich zuweisen beim Hosting, oder? Ah, guck mal hier, ja. Sehr interessant. Sehr interessant. Gut, okay. Ah, ja. E-Mail-Module macht ihr jetzt wie blöde. Naja, gut. Du hast einen Auftrag mit hoher Dringlichkeit. Sehr schön, dann können wir das nämlich gleich mal testen. So. Ich hoffe, dass wir den kriegen. Ja, den kriegen wir auch. Sehr schön. 30.000 Geld verdient. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt wieder in das Hostinggebäude. Stadtkarte. Hostinggebäude. Gehe zu Gebäude. So, wenn ich jetzt ganz gerne. Ich habe 30.000, ne? Das heißt, ich müsste jetzt so einen kleinen Webserver, kann ich da einbauen? Einen kleinen Datenbankserver und einen kleinen Cache. So, das haben wir jetzt jeweils einmal eingebaut. Haben wir die 30.000 da investiert. So. Der Recktemperatur 72 Grad kostet, macht 7.500 Watt. Massenkonfiguration. Voraussetzungen. Konfiguriert sind sie auch. Aha, da braucht man dann, ah ja, da braucht man dann die Dings wieder. Gesamte Webserver-Datenrate 200. Datenbankrate. Ich weiß nicht, wie gleich man das hier, wie man das ausgleichen muss. Aber wir sind jetzt bei. Okay, Datenbank. Ah ja, von 500 maximal. Cache 500, okay. 200, also Webserver müssen wir noch wieder dazu tun. 24 produzierte CU sind 2800, Gesamtnennleistung 7800 Watt.
denke mal, der wird uns Strom kosten hier. Bin mir nicht ganz sicher. Gut. Und jetzt gehen wir in unser mittleres Bürogebäude und können sagen, jetzt zum Beispiel hier, wo wir jetzt hier die Servernachrichten ein bisschen die Zeit wieder weiterlaufen lassen, Hosting. Hier können wir jetzt billiges Hosting-Gebäude. $138 am Tag kosten mich 2000 und ein bisschen EU. Wir werden erstmal hier, wie viel Prozent? Wir haben 50% hier einmal. Warum konnte ich die 5 nicht drücken? 5 geht nicht? Was? Hä? Wie kann ich denn das hier... Geht zu Gebäude? Wieso kann ich denn hier jetzt nichts hinzufügen? Nullen gehen. Wieso geht hier jetzt nichts? Warte, ups, Zeitmaschine starten. Kann die Taktfrequenz erhöhen? Okay. Kommen wir aber auch nicht weiter. Heißt das, ich muss jetzt hier mindestens 500 machen oder so mit dem dann? Erst dann geht's. Warum ist dann eigentlich die Begrenzung auf 500? Was haben wir denn hier für ein... Ach, da kann ich gerade nicht hin. Ich muss mal ganz kurz, Ach, hier, guck mal, da haben wir... Aha, schnell wechseln. Sehr gut. Geringe Dringlichkeit, nee. Das verstehe ich noch nicht ganz. Wieso kann ich denn hier jetzt... Oh, nee, wollte ich nicht. Warte, zurück. Wieso kann ich jetzt hier denn da noch nicht... Muss das doch hier irgendwie zuweisen können, oder nicht? Kann ich nichts zuweisen. 3360 am Tag. Wieso kann ich die hier nicht zuweisen? Muss ich die virtuellen entfernen und das hier komplett dann da draus machen? Machen wir das mal. Das könnten wir hier bei SteeGames TV mal machen, oder? Mann, wirklich hier alle virtuellen Server entfernen? Wie haben wir denn da? Oh, wir haben gar nicht mehr so viel von den Dingern hier. Den müssen wir erstmal gucken. 2, 1, okay, okay, okay. Hier sind 100% drauf? Wie ist es denn hier 100%? Aha! Nee, hier soll gar nicht so viel drauf sein. Hier können 0. Weil die reichen ja aus hier für den. Ah, alles klar. Jetzt hat mich geladen. Na, wieso hat er denn die alle hier drauf geschoben? Das ist totaler Quatsch. Wir brauchen das ja eher hier. Hosting. Hier brauchen wir mindestens mal 50. 100. Mensch. Darf ich da mal 50% eingeben? Danke. So, 50% würde ich hier gerne drauf geben. Dann 1600 und. Und ich würde gerne auf StudiVZ beim Hosting hier. Nochmal 50% hier drauf geben, die 1600. Okay, so hier mal eine Antwort. Hier kriegen wir dann erstmal Geld. Okay, dann können wir den Server weiter erweitern. Frage ist, was diese Begrenzung auf 500 da ist, aber es wird wahrscheinlich irgendwas mit der Temperatur zu tun haben. Wenn wir da ein bisschen mehr Kühlung einbauen, dann kriegen wir das wahrscheinlich. Ja, gucken wir mal. So, schneller Wechsel hier. Gehen wir mal dahin, was. Gucken wir doch mal, so. Benötigter Strom 25.000 Watt, Preis 3.500, Temperatur minus 5 Grad. Wir können auch nochmal einen kleinen Rack hier dazustellen, einfach nur, weil wir es können. Erhält sich die Zahlen nicht. Okay. Dann machen wir hier erstmal den Webserver wieder auf 100% Taktfrequenz, damit er nicht so warm wird. Und dann Gerät hinzufügen, machen wir noch einen Webserver dazu und gehen dann mal zurück, Massenkonfiguration, konfigurieren ihn mit ein. So, dann haben wir 400, 300 und Dings, benötigt der Strom 10 Kilowatt, produziert 4200 CU.
weiß noch nicht, was die Begrenzung macht. Aber wir können ja mal, warte mal, Zeitmaschine mal starten. Wir werden mal eine kleine Klimaanlage hinstellen. Okay, dann geht die Begrenzung aber auch nicht hoch. Hier los. Hier Nachrichten, Investmentangebot. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wollen dann alle vier Seiten wahrscheinlich investieren. Wie kann ich denn hier... Moment, da gibt es denn hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas einstellen oder so? Noch mal gucken. Das müssen wir ja höher kriegen. So, mittlere Dringlichkeit. Nö, Auftrag abgelehnt. So, hier haben wir Investmentangebot. Und zwar hier, löschen. Löschen. Nö, möchte ich... Oh, ihr wollt schon ordentlich immer gut Geld ausgeben hier. Gut bei mir mal rein investieren, aber nein, das möchte ich nicht. So, wir gehen wieder zurück in das Gebäude. Wie kann ich... Aber wenn ich jetzt nämlich noch ein Gerät hinzufüge, wenn ich sage, ich will noch einen... Ach, hier kann man einen kleinen Kühler erwärmen. Kleiner Kühler. Hier kann man da mal reinstecken mit. So. Kann ich... Warte mal, wir machen mal... So. Dazwischen machen wir den Kühler, dann machen wir hier noch einen Datenbankserver bestätigen. Kann ich den noch konfigurieren? Kann ich jetzt gerade nicht. Okay, so. Sehe ich denn irgendwie die Werte des kleinen Rigs? Temperatur 23 Grad, ist alles okay. 40 wird Gesamtleistung. Jetzt gehen wir zurück. Hier die Zeitmaschine. Geld hat es ordentlich eingebracht, okay. So, Hosting. StudiVZ kriegt jetzt so 2100 davon. Ja, ja, das ist erstmal gut. Hier, das läuft ja noch weiter, ne? Also wir könnten ja eigentlich theoretisch, haben wir bei den Features, könnten wir natürlich noch was reinhauen hier. So, geringe Dringlichkeit, nee. Und die beiden werden wir jetzt mal hier aus dem... Na gut, der ist fertig mit dem Training und der ist trotzdem aus dem Training. Sehr gut, der macht uns dann schon was. Okay, gut. Dann können wir immer wieder in das... Oh Gott, das Hosting war da. Also mich interessiert immer noch, warum ich hier nicht drüber komme. Aber gut. Dann werden wir jetzt nochmal gucken. Konfiguriert kriegen wir das. So. Dann gucken wir jetzt mal. Jetzt haben wir hier 6 von 600. Ah ja. Ah. Okay, der mit dem Maximalen, der gibt an... Ah, okay, 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 gut, okay, das könnte sich, dann können wir hier nochmal, warte mal, machen wir hier Database nach unten, auf Lücke, so, dann machen wir hier noch einen kleinen Kühler rein, dann machen wir noch einen kleinen Kühler rein, dann werden wir hier noch einen Cache, so, denke mal, das sollte trotzdem temperaturtechnisch hier drin, ne, Racktemperatur 19 Grad, da haben wir dann, das haben wir gut geschafft. So, jetzt müssen wir natürlich noch den Cache hinzufügen mit der Konfiguration. Das heißt, der DevOp müsste dann mal schnell hinten was machen. Modulmonklon ist Betriebssystem für mich. Dann haben wir den Cache nämlich noch dazu und das sollte dann ja noch Zeitmaschine starten. Aber 19 Grad Dreckserver ist natürlich okay, ne? Also was macht der hier? Der macht minus 5 Grad. So, was ist hier? 19 Grad, okay. Also mal jetzt. Achso, dann müssen wir das Gebäude wechseln, sonst kann ich das nicht anklicken. Mittlere Dringlichkeit. Dann gehen wir wieder dahin zurück. Und dann müssen wir es natürlich noch ein bisschen sinnvoll verteilen. So, Massenkonfiguration konfiguriert. Zack. So, gesamte Webserver-Datenrate, Datenbank-Datenrate, Cache-Datenrate. Okay. Gut. Kann ich den verkaufen hier? Duplizieren? Oder was kostet der, wenn ich den duplizieren will? 69.000, okay. Kann ich den hier verkaufen oder so? Oder kann ich das Ding hier wieder verkaufen? Das kostet ja 50.000. Warte, ich weiß nicht, ob ich Strom bezahlen muss dafür. Warte mal, dann müssen wir mal gucken hier. Wahrscheinlich schon, oder? Transaktion? Behälter, Bandbreite? Framework, Nutzungslizenz, Nutzungslizenzen? Behälter, Easy Credit, Büromiete, kleiner Kühler. Ne, ich sehe jetzt erstmal noch nichts. Kredit, ach, den Kredit haben wir auch noch dran. Ne? Okay, das sind 17.000. Na gut.
Okay, das ist nicht wieder schlimm. Gut, okay. Also das haben wir jetzt hier erstmal zumindest halb verstanden, wie das funktioniert. Achso, dann müssen wir jetzt natürlich wieder die Seite wechseln. Das Rauschen ist ein bisschen anstrengend auf den Ohren, aber okay. Gut, also das haben wir schon mal zumindest halbwegs verstanden. Muss ich sagen, halbwegs. Da müssen wir natürlich das richtige Verhältnis noch rausfinden, wie man das macht, aber das kriegen wir auch hin. Ist da irgendeine Begrenzung, wie viel ich davon da reinbauen kann? Oder ist das denn temperaturabhängig? Das weiß ich gar nicht. Wir gucken mal. Wir gucken nochmal rüber in das Gebäude. Wir hören uns das nochmal an hier. Nö, hier gibt es keine Anzahlbegrenzung. Ne? Also ich könnte hier einen großen Dreck auch kaufen und so. Dann das hier. Gut, das ist natürlich dann. Okay. Okay. Gut. Gut, gut, gut. So, Roxy hat hier mittlere Dringlichkeit, das lehnen wir mal ab. So, und dann gehen wir jetzt mal drauf und gucken hier beim Hosting. Also hier sind die 50% werde ich hier erstmal nicht. Wir werden hier 30% erstmal investieren. Kann ich doch das hier alles rausschmeißen, oder? Das ist 350 am Tag. Hosting-Gebäude. Ach, das kostet doch 350. Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich ja die Kosten da drin, ne? 350 pro Tag für 5600 CU. Wenn wir jetzt mal umrechnen würden, wären das für jeden Dollar, keine Ahnung, aber für jede... Bisschen blöd, ne? Ist noch mittig dazwischen zu den 35, so ungefähr 15. Ah, das ist hier... Leistungsverhältnis ist da nicht unbedingt schlechter, ne? Momentan. Ja, mal gucken, wie wir das mit dem Server hinkriegen. Wenn ich jetzt in dem zweiten Dreck wahrscheinlich noch ein Dings einbaue, dann wird er wahrscheinlich nicht allzu viel teurer. Müsste mal gucken, was, wo wir denn die Kosten für das Ding, naja, herkommt. Wird sich zeigen. So. Weil ich hätte endlich gerne hier auch so 20% drauf. Dann müssen wir mal hier vom Hosting-Gebäude geben mal hier nur. Wenn wir hier drin nicht löschen können. 40% drauf. Damit wir im Rahmen bleiben. Und wir geben hier beim Hosting mal auch nur noch 30% drauf. Und werden mal hier dann noch ein paar Instanzen entfernen. Die brauchen wir aber. Oh! Okay. Auch nochmal wieder eine hinzugefügt. Wir fügen eine solche hinzu und entfernen die komplett hier. Und dann gehen wir hier. 40% hin. Jetzt ist er auch halt so höchste Zeit. So, und dann geben wir hier nochmal beim Hosting-Gebäude die restlichen 20%. So. Müsste sich ausgehen. Okay. Gut. Reicht aber bei weitem nicht aus. Gut, dann müssen wir mal noch das Hosting-Gebäude ein bisschen aufstocken, würde ich sagen. Und mit den 10.000, die wir hier haben, Zeitmaschine starten. Mal 20.000, kaufen wir uns da mal noch zwei Komponenten rein. Und dann ist aber auch gut für heute. So, dann nehmen wir nämlich hier in den kleinen Schrank Gerät hinzufügen und sagen, wir brauchen noch einen Webserver und noch einen Webserver. Die müssen wir natürlich jetzt noch konfigurieren. Ach ja, das dauert natürlich wieder noch ein bisschen hier. Na, machen die nichts oder was? Bin ich da? Massenkonfiguration? Ah, jetzt haben wir natürlich das eine gekriegt. Achso, ja gut, dann gehen wir erstmal darüber. Gucken wir mal, ob wir da ein bisschen Geld verdienen mit. Dürfen. Nein, dürfen wir nicht. Okay, lehnen wir ab. Dann kann sie wenigstens gleich wieder suchen. So. Und dann gehen wir wieder in den Serverraum und dann müssen wir hier noch ein bisschen durchkonfigurieren. Drecktemperatur 27 Grad, okay. Also das hilft doch was, wenn da die Leute ein bisschen... Okay, okay, Temperatur geht sogar hoch. 22 Grad hat das Dreck jetzt hier. Aber wir haben den Webserver ein bisschen hoch geschafft. Wir schaffen jetzt 8400 CU. Und dann gucken wir doch mal, Zeitmaschine starten, was uns jetzt die CUs kosten würden dann am Server. Im Gebäude gehen, dann gucken wir da einfach mal, was sagt er jetzt? Hosting. Ja, die Rate ist besser, ne? Rate ist deutlich besser. Gut, okay, also das ist jetzt vom Preis her so ganz gut geworden. Das soll es denn erstmal gewesen sein zu dem Hosting-Gebäude mit den Servern. Das ist eine sehr schöne Neuerung. Die ist ja jetzt mit der 16er-Version dazu. Gefällt mir sehr gut.
Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich zumindest. Würde mich freuen. Bis denn. Tschüss.